Hallo und herzlich willkommen bei der Kellereulenbande. Servus. Ja, Paddy, erzähl mal, wo geht's denn heute hin? So, wir sind hier auf einer Lost Place Tour gewesen, wollten eigentlich eine andere Location anfahren, aber jetzt haben wir auf dem Weg am Straßenrand ein schönes Häuschen entdeckt und da werden wir mal einkehren. So, dann kämpfen wir uns mal hier durch das Schiff. Wir haben hier nochmal alte Anhänger. Ja, ein Haufen Müll. Und dann steht hier noch ein Wohnwagen. Was halt hier direkt auffällt. Überall alles voller Müll, ne? Liegt noch so eine Matratze. Komm, hier kannst du reingehen. Lass mal gerade einen Blick reinwerfen. Ah, hier könnte man dann drin schlafen, ne? Ansonsten liegt hier nur Müll rum. Das einzig Interessante, was ich jetzt noch gefunden habe, ist, da unten liegt ein Dokument. Da steht drauf Hamburg 2010. Könnte also ein mögliches Datum dafür sein, wann das Ganze hier verlassen ist. Jetzt nochmal ein Anbau, so eine Art Carport direkt am Haus, ein Rasenmäher, Körbe, Styropor, Mülleimer, Flaschen, altes Holzbett, was haben wir hier noch, Öltank vielleicht, das hier könnte mal so eine Art Bar gewesen sein, aber ich würde sagen, das anfängt zu regnen. Suchen wir mal einen Weg für rein. Hier hat schon einer einen Vorhang davor gemacht, ne? Für so ein bisschen Windschutz. Ja. Da muss man natürlich aufpassen, gleich nicht, dass wir hier noch irgendwie jemandem begegnen. Vielleicht sollten wir einmal kurz rufen, ob jemand da ist. Hallo. Latier ist typisch hier, ne? Ja, ja. Jemand, der sich nachträglich das Ding hier dran gemacht hat. Aber hier drin hat es auch voll gebrannt, weil ja, alles ist verrußt. Hier sieht man erst nochmal von innen, ne? Nachträglich so einen Stiel von so einem Besen oder irgendwas in den Türrahmen reingeklemmt und dann so ein Malervlies drüber gehangen, damit hier nicht so der Wind reinzieht. Und dann hast du direkt am Eingangsbereich eine Jacke hängen mit Tüte, was dir grundsätzlich schon mal sein kann. Hier hast du noch ein Schuhregal, das hier das Ganze bewohnt ist. Hier hast du nämlich auch noch mal Malervlies. Alte Badewanne, könnte so eine Art Waschküche gewesen sein. Du findest also doch noch so ein paar Details hier. Und das hier war dann eine uralte Küche oder so. Oder auch ein Teil vom Bad. Ja. Oder das hier war die eigentlich Waschküche. Ja. Mit Boiler, mit Waschmaschine. Fenster, Tageslicht, eine Spüle. Ich sah auch schon überall Mäusekot drauf. Ja, hier drin hat es gebrannt. Guck mal oben, die Leitungen sind noch alle verschmort. Aber. Ja. Okay, der Keller sieht auch wieder sehr lecker aus. Und vor allem Stechmücken. Überall Stechmücken, ja. Also was ein Chaos hier. Krass. Wir haben die von einem Mückenfletsch in eine alte Mecklatt reingesteckt. Die bunten Wände fallen voll auf. Mhm. Kenne ich so halt auch gar nicht, noch nie gesehen. Aber auch hier sind wieder ein Haufen Dokumente und Unterlagen. Hier haben wir zum Beispiel Eheleute Frank und Tanja C. Punkt. Ein Schreiben von 1997. Guck mal hier, was hier noch rumliegt. Guck mal, hier oben haben wir ein Schreiben. Ich blende die Kamera jetzt, das schreibe extra nicht in die Kamera, aber das ist von der ARGE, Leistungsnachweise, von 2007 geht's hier. Du hast immer wieder gefühlt auf jedem Brief eine andere Adresse draufstehen. Aber immer die gleiche Familie. Also es geht immer um die gleiche Familie, aber du hast jedes Mal eine andere Adresse drauf und das ist jetzt allein in der kurzen Zeit bei den 4-5 Briefen
jedes Mal eine andere Adresse gewesen. Also ich finde es wieder erstaunlich, wie viel Zeug hier tatsächlich noch überall rumsteht. Obwohl das ja, hier steht zum Beispiel eine Sojasauce, Ablaufdatum 2014. Gehen wir mal davon aus, so eine Sojasauce wird wahrscheinlich 3-4 Jahre haltbar sein. Ja. Mit den Schreiben, die wir gefunden haben, dass wahrscheinlich um 2014 herum die Bude hier verlassen wurde. Kann sein, ja. Und wurde dann zwischendurch wahrscheinlich von Obdachlosen oder irgendwelchen Jugendlichen hier in Beschlag genommen. Ja. Noch ungeöffnet. Dann die vielen verschiedenen Adressen. Scheint ja schon irgendwie so, dass das eine Familie sein müsste, die wirklich so viel rumgezogen ist und einfach Schulden hatte und wahrscheinlich irgendwo gewohnt hatte, bis der Hals so eng zugeschnürt war, dass man wieder irgendwo anders dahin ziehen musste, um irgendwann zu fliehen, wegzukommen, wie auch immer. Und das ganze Spiel hat sich über Jahre hinweggezogen. Jetzt allein für den Zeitraum 97 bis 2010 haben wir die Unterlagen. Ja, und wahrscheinlich überall, wo sie waren, haben sie dann verbrannte Erde hinterlassen. Ja. Oh, Jesus. So, dann geht's jetzt eine Etage höher. Da hängen diverse Kabel aus der Wand. Divers. Krasser Scheiß. Divers. Also hier ist wirklich mal so eine Menge mit Klamotten. Man geht hier wirklich über einen Kleiderberg, ne? Mhm. Das ist ein Marker. Haben sich die Mäuse gemütlich gemacht. Ja. Also halten wir mal fest, hier oben waren die Schlafräume. Ja. Hier liegen noch ein Haufen Bücher rum, auch wieder Unterlagen. Guck hier, wie die Kleiderschrank. Wie die Kissen, wie die zerfetzt sind. Ja, ja, da haben sich dann die Mäuse oder die Vögel ihren Stoff geholt, haben da draußen ihre Nester gebaut. Ne? Ja. Ihr kennt ja das Spiel, der Party geht voran ins dunkle Loch. Oh, Alter, Stechmücken. Krass viele Stechmücken hier, ne? Ich bin schon am Arsch. Oh. Oh, hier auch wieder alles zugestellt. Pff. Scheiß Mücken fliegen einem ins Auge rein. Ja, also hier haben wir auch einfach nur Ramsch, Kram, Buddig. Ja, so typische Sachen, die du hier siehst, ne? Ja. So alte Gläser, irgendwelche alten Geräte, Hundefutter liegt hier rum. Hier hängen wieder ein Haufen Klamotten. Das hier sieht man jetzt schon so ein bisschen aus, als ob hier einer sich so ein bisschen was hingehangen hat. Ne? Ja, hier sind so ein paar Oberteile, da liegen ein paar Hosen, hier liegen ein paar Handschuhe, hier liegt auch schon was drin. Schneeanzug da hinten, Zeitung, gucken von wann die ist. Preis 4 D-Mark, Jahrgang 92, ja. Einmachgläser, aber da steht so dermaßen der Schimmel drin. Kühlschrank, leer, aber nur noch Mäusescheiße drin. Ja, und ansonsten, Paddy hat es schon gesagt, ab raus hier, weil hier sind wirklich pervers viele Stechmücken. Die fliegen einem ständig ins Auge rein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich draußen wieder. Ja, wir sind jetzt durch. Waren einmal oben, Keller, durchs Haus. War alles sehr kaputt. Ein paar Details waren noch da. Ja. Was hast du so für ein Gefühl zur Location? Ja, wie gesagt, das waren wohl irgendwelche Mietnomaden, die da drin zuletzt gehaust haben. Viele Mahnungen, viele Anschriften, ein und derselbe Name jedes Mal. Und ich glaube, das hier war einfach nur, also ist ein wunderschönes Haus, muss man dazu sagen, von der Grundsubstanz super. Aber ja, war halt leider ein Ramsch, der da eingezogen ist, wie scheint. Nichtsdestotrotz, Lost Place, Ziel erreicht. Auf zum nächsten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und abonnieren. Und gerne auch einen Kommentar schreiben. Wie fandet ihr die Location? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.